Hey Alina, weißt du eigentlich, was Außenpolitik ist? Nein, aber was Außenpolitik ist, werden wir heute erfahren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Volltreffer. Heute mit dem Thema Deutschlands Außenpolitik. Ich bin Alina. Und ich bin Kaya. Und zu Gast haben wir heute Bettina Hornbach. Sagen Sie uns doch mal, was haben Sie eigentlich mit Außenpolitik zu tun? Mit Außenpolitik habe ich vor allem in meinem Engagement für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik zu tun. Ich leite dort die AG Events von der Jungen Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Da organisieren wir Debatten und Diskussionen etc. zu Themen der auswärtigen Politik. Okay, Sie sind ja heute unsere Expertin in dem Thema Außenpolitik. Zuerst sollten wir aber erstmal besprechen, was Außenpolitik überhaupt ist. Es ist die Darstellung eines Landes nach außen. Es macht Handelsbeziehungen mit anderen Ländern und ist mit politischen Kontakten verknüpft. Und zwar in der Wirtschaft, in der Kultur, in der Wissenschaft und der Umwelt. Wer setzt diese Aufgaben eigentlich um? Die Aufgaben werden von vielen verschiedenen Akteuren, so nennt man die Politiker, im Fachjargon umgesetzt. Ich muss zunächst mal kurz sagen, alles, was ich sage, ist meine private Meinung heute. Ich vertrete keine offizielle Position. Aber in der auswärtigen Politik hat das Auswärtige Amt natürlich, das Außenministerium von Deutschland, das Sagen. So, neben der Bundeskanzlerin. Einzelne Fachbereiche werden natürlich von unterschiedlichen Fachministerien, das Umweltministerium, das Verteidigungsministerium, das Wirtschaftsministerium umgesetzt. Das nationale Parlament spielt auch eine Rolle, vor allem also der Deutsche Bundestag, der kooperiert in vielen Themen mit oder muss zustimmen zu Gesetzen von der Europäischen Union zum Beispiel. Okay. Ja, und Frank-Walter Steinmeier, den wir auch dort sehen, der ist nun auch schon zum zweiten Mal Bundesaußenminister. Und könnte ich ihn eigentlich wählen? Man kann alle Politiker wählen, das ist das Prinzip der Demokratie. Man wählt in der Regel eine Partei bei Bundestagswahlen. Und diese Partei legt dann fest, wenn sie denn gewonnen hat, welcher Politiker, welcher Spitzenkandidat von der Partei welches Amt bekommt, also welches Ministerium in dem Fall. Die Kandidaten für die Ministerien, das wird in der Partei bestimmt und man selber kann sich für eine Partei entscheiden. Also man kann ihn indirekt wählen, sagt man. Also, okay, und was hat der eigentlich für Aufgaben? Er setzt viele Leitlinien in der Außenpolitik, das heißt, er bestimmt die Richtung. Wie wird vorgegangen? Wird verhandelt? Wird nicht verhandelt mit anderen Staaten? Er kooperiert sehr viel mit anderen Außenministern, zum Beispiel in der Europäischen Union. Dort setzen sich die Außenminister regelmäßig zusammen und überlegen langfristige Strategien. Der Bundesaußenminister spricht mit dem Verteidigungsministerium und sagt, was machen wir denn mit Konflikten in Afrika? Wollen wir da militärisch eingreifen oder wollen wir das nicht tun? Er spricht mit dem Wirtschaftsministerium und die überlegen sich zusammen, wie gehen wir denn vor bei TTIP und ähnlichen Sachen, internationale Wirtschaftsbeziehungen. Also es geht darum, die Leitlinien, die Richtlinien, die Orientierung zu bestimmen in der Außenpolitik. Er ist neben dem Regierungschef der höchste Vertreter. Warum ist denn Außenpolitik eigentlich so wichtig? Außenpolitik ist so wichtig, weil auf der Welt kein Staat alleine agieren kann. Alles passiert in Zusammenarbeit mit anderen Staaten und es ist einfach nicht möglich, dass Deutschland beispielsweise nur seine eigene Sache macht, ohne irgendwie Rücksicht auf andere Staaten zu nehmen. Das trifft auf jedes Politikfeld zu. Ich nehme mal das Beispiel Umweltpolitik. Es gibt ja die Klimaverschmutzung. Und das muss natürlich mit anderen Ländern geregelt werden. Wie machen wir, das Klima wird nicht allein von Deutschland bestimmt. Es gibt ja Außen- und Innenpolitik. Was ist da eigentlich genau der Unterschied dazwischen und was ist wichtiger? Ich glaube, man kann nicht sagen, was wichtiger ist. Innenpolitik ist das, was in einem Land passiert. Bildung passiert vor allem in einem Land, Gesundheitspolitik, also wie die Krankenversicherungen funktionieren, wie Schulen funktionieren, passiert in einem Land. Und Außenpolitik ist der Kontakt, die Zusammenarbeit mit anderen Staaten. Und beides ist gleich wichtig, beides kann nicht ohne einander. Außenpolitik spielt ja nun bei der Welt generell eine große
Rolle und was sind denn die Hauptaufgaben davon? Von der Außenpolitik die Hauptaufgaben. Das legt so ein bisschen jedes Land selber fest, was die Hauptaufgaben der Außenpolitik sind. Bei Deutschland ist die Richtung, die Idee ist Frieden, ist die Förderung von Menschenrechten in der Welt, ist Frieden schaffen in den ganzen Konflikten und Kriegen, die es auf der Welt gibt. Und ist der Dialog mit anderen Staaten und immer das Finden von neuen Wegen in Richtung Frieden. Also das ist auch die Idee der deutschen Außenpolitik. Bezieht sich das Ganze auch auf etwas Politisches, Wirtschaftliches oder Kulturelles? Alles. Also kulturell wahrscheinlich eher weniger, weil es dort, es gibt so viele Unterschiede zwischen den Kulturen, da kann man schwierig irgendwelche Sachen festlegen. Es gibt natürlich Kulturaustausch, aber dass da ja was von unserem Außenministerium bestimmt wird, international über Kultur, ist eigentlich nicht umsetzbar. Aber sonst, gerade Sicherheitspolitik ist da ein ganz großes Thema und Wirtschaftspolitik ist ein ganz großes Thema. Also Sie haben ja schon gesagt, dass Außenpolitik sehr viel mit Frieden zu tun hat. Kann es denn weltweit überhaupt Frieden geben, wenn so viele Waffen exportiert werden? Gute Frage. Darüber könnte man wahrscheinlich eine Doktorarbeit schreiben. Das ist schwierig zu beantworten. Die Idee der Waffenlieferung ist ja oft, dass sich Leute verteidigen können, damit Frieden entsteht. Beispielsweise wurden jetzt Waffen, es gibt ja den großen Syrien-Konflikt, da wurden teilweise Waffen geliefert an einzelne kleine Gruppen, damit die sich gegen andere verteidigen können. Ob das dann immer so gut funktioniert, ist die Frage und wird viel kritisiert. Ich selber finde es sehr, sehr schwierig, die Idee, Waffen zu liefern, um Frieden zu schaffen. Das ist, widerspricht sich. Also ich habe auch gehört, dass Amerika jährlich über 3 bis 4 Billionen Dollar an Israel schickt. Und hat das denn überhaupt noch was mit Friedenshilfe zu tun oder eher mit Kooperation? Israel und Amerika haben eine ganz besondere Beziehung, eine sehr enge Beziehung, die auf vielen historischen Gegebenheiten beruht. Waffenlieferung für Frieden, Friedensunterstützung ist immer eine Art von Kooperation. Die Staaten arbeiten ganz eng zusammen und gerade Amerika versucht, Israel darin zu unterstützen, Frieden zu schaffen, indem es ihm unfassbar viele Waffen liefert. Und nun sind ja auch Medien sehr wichtig für die Außenpolitik. Darüber kriegt man aber gar nicht viel mit. Die Wichtigkeit, die Relevanz der Medien für die Außenpolitik? Ja, genau. Ich glaube, Medien bestimmen die Außenpolitik darüber, indem sie über die Außenpolitik berichten. Dass sie selber sich hinstellen und sagen, hier eine Zeitung würde nicht von sich sagen, ich mache Außenpolitik, ich bin ein wichtiger Akteur. Oder ein Fernsehen sagt nicht, ich mache Außenpolitik, ich habe eine wichtige Rolle. Aber durch die, wie sie schreiben, wie sie dann berichten, wird die Meinung von der Gesellschaft sehr stark bestimmt. Aber dass man sagt, das ist ein richtig wichtiger Akteur, ja, aber auch nicht direkt. Sagen, was los ist, was man zu machen hat, können Medien natürlich nicht. Ihr könnt auch gerne nachfragen. Wissen Sie denn da, welche Medien jetzt ganz stark an der Außenpolitik beteiligt sind? Alle großen Zeitungen und alle großen Fernsehkanäle, die über die Außenpolitik berichten, sind daran natürlich beteiligt. Also im Prinzip alle Medien, alle Zeitungen. Aber sie setzen nicht die außenpolitischen Leitlinien von beispielsweise Frank-Walter Steinmeier. Das machen die Medien nicht. Es wird nur darüber berichtet und das machen eigentlich alle. Das macht alle Fernsehkanäle, alle Zeitungen, die ihr kennt, die über irgendwie Außenpolitik schreiben oder berichten, bilden darüber die Meinung in der Gesellschaft. Aber dass sie jetzt der Politik sagen, was man denn so machen könnte, nicht wirklich. Also ich hätte jetzt eigentlich nur noch mal eine Frage, und zwar, ob sich die deutsche Außenpolitik, also ob es da irgendwelche Zusammenhänge zwischen der deutschen Außenpolitik und der europäischen Politik gibt. Ganz, ganz eng. Deutsche Außenpolitik und jegliche deutsche Politik funktioniert nicht mehr ohne Europäische Union.
die Minister von den einzelnen Staaten in der Europäischen Union, Außenminister, die Umweltminister, Bildung, alle treffen sich regelmäßig und legen die zukünftigen Strategien fest. Und auf der Europäischen Union, auf der Ebene der Europäischen Union, werden ganz viele Gesetze gemacht, die dann in Deutschland angewandt werden müssen. Man sagt ungefähr 80%. Also deutsche Politik, deutsche Außenpolitik ohne europäische funktioniert gar nicht. Kann ich denn jetzt eigentlich Außenministerin werden? Und wenn ja, wie würde denn dann da meine Arbeit aussehen? Und was müsste ich dafür tun, um erstmal Außenministerin zu werden? Das ist ein sehr langer Weg. Außenminister, ich glaube, man kann sich nicht hinstellen und sagen, ich möchte in 50 Jahren Außenminister werden oder ähnlich. Das ist sehr viel Parteiarbeit. Das fängt an, indem man in eine Partei eintritt und sich dort nach oben arbeitet, Karriere in einer Partei macht. Und dann wird man gewählt in der Partei. In der Regel fängt so eine Karriere mit ganz kleinen Ämtern an. Da hat man Vorsitz von einer Partei in einer Stadt. Dann hat man vielleicht den Vorsitz von einer Partei in einem Bundesland. Und dann arbeitet man sich so peu à peu hoch. Steinmeier war ja nicht von Anfang an Außenminister. Der hat ganz klein angefangen. Und die Chance hat eigentlich jeder. Was er so macht, ist wahrscheinlich schwierig, ganz knapp zusammenzufassen. Aber Steinmeier fliegt sehr viel auf dem Globus hin und her und trifft sich mit anderen Außenpolitikern, um zu besprechen, was denn in der Region zum Beispiel gerade in der Meinung von Steinmeier am besten wäre. Er sitzt ganz viel in seinem Büro und schreibt an Leitlinien oder Texten, wie einfach die deutsche Außenpolitik denn zu sein hat. Er trifft sich auf Ebene der Europäischen Union mit anderen Außenministern oder arbeitet mit dem Deutschen Bundestag, mit unserem Parlament zusammen. Also einen typischen Arbeitstag gibt es wahrscheinlich nicht. Also ist jeder Tag irgendwie anders und es gibt jeden Tag was Neues? Es gibt wahrscheinlich jeden Tag was Neues. Ich kann mir vorstellen, dass Steinmeier sehr wenig schläft. Jeder Tag bringt was Neues, jeder Tag ist anders, wird auch sehr stark davon bestimmt, was irgendwo passiert. Beispielsweise jetzt in der Flüchtlingskrise hat sich ja ständig jeden Tag irgendwas verändert und jeden Tag musste neu irgendwas entschieden werden. Also da hat er wahrscheinlich am Tag vorher nicht gewusst, was am nächsten Tag kommt. Und muss sich dann mit unserer Bundeskanzlerin auch sehr oft treffen und zusammenarbeiten. Aber Steinmeier fliegt ja nun manchmal auch in andere Länder und Staaten, um sich mit den Oberhäupten und auch anderen Ministern zu treffen. Und wer vertritt ihn denn eigentlich? Hier in Deutschland? Ja, hier in Deutschland. In jedem Ministerium, auch im Auswärtigen Amt, gibt es sogenannte Staatssekretäre. Die fungieren, wenn denn nötig, als Vertreter. Vertreter ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber sie führen sehr viel der Arbeit aus. Es gibt Staatssekretäre, die werden gewählt, die kommen aus dem Bundestag und es gibt andere, das ist eine Beamtenlaufbahn. Das ist, die verwalten das Ministerium und legen die politischen Leitlinien fest. Es ist aber auch so, dass der Außenminister dann auch doch sehr viel in Berlin ist und dass er auch, wenn er irgendwo anders gerade ist, trotzdem noch mit Deutschland zum Beispiel telefonieren kann oder so. Mit der Bundeskanzlerin. Also hat er immer irgendwelche Kontakte, die er anrufen kann oder irgendjemand ist immer für ihn erreichbar und kann man dann nachfragen? Genau, kann immer. Er selber ist auch immer erreichbar. Das ist, er muss immer erreichbar sein. Er kann auch selber, wenn irgendwas passiert ist, in Deutschland immer jemanden erreichen. Eben die sogenannten Staatssekretäre zum Beispiel in seinem Ministerium oder die Bundeskanzlerin. Oder jemanden im Bundestag, da ist immer Kontakt. Der Kontakt bricht da nie ab. Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen der deutschen Außenpolitik und der EU? Ja, die EU ist sogar, wird sogar so als Teil der deutschen Außenpolitik vielleicht sogar betrachtet. Im Auswärtigen Amt gibt es eine ganz große Abteilung, die Europaabteilung. Und in dieser Abteilung wird festgelegt, wie denn mit den anderen Außenministern, mit der EU verhandelt, gesprochen wird, was man erreichen möchte. Das wird in dieser Europaabteilung festgelegt. Und dann trifft sich der
zuständige Abteilungsleiter oder dessen Chef oder sogar Steinmeiern auf Basis des, was in der Abteilung festgelegt wurde, mit den anderen Ministern und spricht darüber. Entwicklungsarbeit ist auch ein großer Punkt der Außenpolitik. Warum eigentlich? Entwicklungsarbeit findet ja in anderen Ländern statt. Und das ist ja schon mal das Grundprinzip von der Außenpolitik. Außenpolitik wird darüber definiert, kann man sagen, dass ein Staat, eine Regierung Kontakt mit anderen Ländern und anderen Regierungen hat. Und das ist ja in der Entwicklungspolitik der Fall. Da wird zum Beispiel bei vielen armen Ländern in Afrika mit deren Regierung überlegt, wie man denn die Armut oder den Notstand beseitigen kann. Und da gibt es ein spezielles Ministerium für, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mit dem arbeitet Außenminister Steinmeier ganz eng zusammen und überlegt dann eben, was in den einzelnen Ländern getan werden muss. Und das kann nicht funktionieren, ohne die Regierung mit den Armen, ohne mit der Regierung von den armen Ländern zusammenzuarbeiten oder zu sprechen. Aber wer wählt denn jetzt eigentlich Steinmeier genau? Wer ihn genau wählt? Ja. Seine Parteimitglieder. Das wird festgelegt, vor jeder großen Wahl wird festgelegt, beispielsweise nächstes Jahr wird ja der Deutsche Bundestag gewählt. Und da wird vorher innerhalb der Partei festgelegt durch Wahlen, wer die Ämter bekommt, wenn die Partei gewinnt. Und dadurch so wurde Steinmeier auch festgelegt. Also so das Volk kann ihn nicht direkt wählen, sondern es wird halt über die Parteien und die wählen ihn dann. Genau. Oder okay. Also man kann jetzt das selber nicht entscheiden, wer einen vertreten soll, wobei das doch so wichtig ist. Es steht immer, es ist schon vorher bekannt, vor Wahlen, wer denn das Amt bekommt, wenn die Partei gewinnt. Und darauf kann man dann überlegen, weil wähle ich die Partei oder wähle ich sie nicht? Finde ich den Kandidat doof, dann wähle ich die Partei nicht. Oder denke ich so, vielleicht kann der doch was, dann wähle ich die Partei. Und jetzt nochmal zurück zu dieser Übersicht. Ja. Ich habe nämlich dazu noch eine Frage. Und wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen den Ganzen? Nehmen Sie sich nicht die Arbeit gegenseitig weg? Wegnehmen nicht, aber natürlich arbeiten die ganz eng zusammen. Das Auswärtige Amt, wie gesagt, legt so die Richtlinien fest, so die Strategien und wie denn Deutschland in der Welt handeln soll. Das Verteidigungsministerium arbeitet vor allem im Bereich der Sicherheitspolitik, also Bundeswehr, internationale Kriege und Konflikte. Da ist das Auswärtige Amt nicht direkt beteiligt. Also die Strategien werden natürlich zusammen erarbeitet, aber umsetzen tut es dann das Verteidigungsministerium. Also die direkte Zusammenarbeit mit der Bundeswehr macht das Verteidigungsministerium. Die Medien spielen ja keine aktive Rolle in der Politik direkt. Die berichten nur darüber und können dadurch natürlich so ein bisschen beeinflussen, was die Gesellschaft denkt. Aber direkt, dass sie in der Außenpolitik eine besonders große Rolle spielen, kann man so nicht richtig sagen. Die Botschaften repräsentieren Deutschland und das Auswärtige Amt in anderen Ländern. Und daher gibt es da auch eine ganz enge Zusammenarbeit. Wenn Außenminister Steinmeier wissen will, was passiert denn gerade in irgendeinem entfernten Land, in Pakistan, dann ruft er den deutschen Botschafter in Pakistan an und der sagt ihm, was da gerade los ist. Das ist die Zusammenarbeit. Das ist ein Riesennetz von Botschaften. Okay. Also kann man sagen, dass das alles irgendwie miteinander verknüpft ist sozusagen, genau. Und alles zusammenhängt. Genau. Alleine agieren funktioniert da eigentlich nicht. Es ist auch, wenn man jetzt gerade das Beispiel Botschaften nimmt, es gibt ja keine andere Möglichkeit, um zu wissen, was irgendwie auf dem Globus los ist, was in anderen Ländern los ist, gibt es keine andere Möglichkeit, als wirklich jemanden vor Ort zu haben, der einem das dann sagt, also den Botschafter. Nun ist Steinmeier schon zum zweiten Mal, wie ich bereits sagte, Bundesaußenminister geworden. Denken Sie denn, er wird noch ein drittes Mal Außenminister? Das ist gerade schwierig zu sagen. Es wird ganz viel diskutiert. Nächstes Jahr gibt es Wahlen.
wer denn jetzt in Zukunft welche Ämter übernimmt. Es gibt ja noch andere Ämter, die zu besetzen wären. Also Steinmeier war ja beispielsweise in der Diskussion als neuer deutscher Bundespräsident. Und dann kann er natürlich kein Außenminister mehr werden, wenn er den Bundespräsident wird. Aber das aktuell zu sagen, ist fast nicht möglich. Also ich glaube, er macht eine sehr gute Außenpolitik und ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn er das nochmal macht. Aber aktuell steht da noch nichts fest. Kann man denn nur, also gibt es denn eine begrenzte Anzahl, wie oft man Außenminister werden kann? Oder geht das so oft, wie man den halt wählt? Oder ist dann ab einer bestimmten Zeit also dann Schluss? Nee, also man kann im Prinzip, kann man so oft gewählt werden, wie man möchte als Außenminister. Nur ob das so gewollt ist und gewünscht ist, ist die andere Frage. Man braucht ja auch mal so ein bisschen einen Wechsel und dann ist es vielleicht eine andere Bundesregierung, eine andere Partei gewinnt die Wahlen und möchte dann, dass ihr eigener Minister, ihr eigener Kandidat Außenminister wird. Es gibt sehr selten, dass Minister ganz, ganz lange denselben Posten haben. Und man muss auch sagen, ich meine, Steinmeier, ich hoffe, er sieht es jetzt nicht, aber er ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Und irgendwann ist dann auch einfach Ende. Ja. Denken Sie auch, dass das Militär eine wichtige Rolle für die Außenpolitik spielt? Ja, auf jeden Fall. Die Idee bei Deutschland ist ja, das Militär soll nicht kämpfen, sondern soll nur den Frieden sichern, indem es aufpasst, dass woanders nichts passiert oder hilft, sich Leute, die angegriffen werden, zu verteidigen. Wie ich ja schon gesagt habe, die Bundeswehr, das Militär, es untersteht, wird geleitet von dem Bundesverteidigungsministerium. Und die Sicherheitspolitik, so nennt man den Bereich, funktioniert nicht ohne Militär. Genau. Aber das deutsche Militär soll eigentlich nicht aktiv kämpfen, weil ja unsere Idee ist, die Friedenspolitik zu sichern. Nun darf die Deutsche Welle auch gar nicht innerhalb Deutschlands berichten, sondern auch nur nach außen. Denken Sie es beim Militär so? Dürfte das Militär eigentlich innerhalb Deutschlands eingesetzt werden im Notfall? Ja, darf das die Deutsche Bundeswehr. Das Grundprinzip ist, dass die Deutsche Bundeswehr nicht im Innern eingesetzt wird. Es gibt da aber so ein paar ganz kleine Ausnahmen, im Notfall zum Beispiel. Wenn Deutschland angegriffen wird, auch im Innern, darf die Bundeswehr im Innern aktiv werden und die Bürger schützen. Die Bundeswehr darf auch bei Naturkatastrophen helfen. Es gab ja vor vielen Jahren zum Beispiel eine Überschwemmung, eine ganz, ganz schlimme Überschwemmung im Osten von Deutschland. Und da hat die Bundeswehr Sandsäcke geholt und geliefert, um da das Wasser abzuhalten. Also in ganz, ganz seltenen Notfällen darf die Bundeswehr sonst nicht. Also wenn wir uns nun bedroht fühlen, dann wissen wir, dass auch die Bundeswehr uns helfen kann. Aber es hat nun auch nicht mehr viel mit deutscher Außenpolitik zu tun. Und sehen Sie eine Wirtschaftsvernetzung bei der deutschen Außenpolitik? Ja, das ist genauso wie bei allen anderen Bereichen. So Wirtschaft funktioniert nicht mehr ohne Beziehung zu anderen Ländern, weil ja deutsche Unternehmen beispielsweise auch in einem anderen Land was verkaufen wollen. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch ein wesentlicher Teil. Deswegen arbeitet das Auswärtige Amt, das Außenministerium, auch so stark mit dem Wirtschaftsministerium zusammen, eben weil die deutsche Wirtschaft, die ganzen Unternehmen auch gerne woanders verkaufen wollen. Da gibt es ja, das große Freihandelsabkommen, das heißt TTIP, das möchte erreichen, dass auf der Welt, dass die Europäische Union und damit Deutschland billiger unter anderem und einfacher in den USA verkaufen kann zum Beispiel. Oder die USA, wir die Sachen, die es in den USA gibt, viel einfacher auch in Deutschland kaufen können. Das ist die Idee dahinter. Also ist wirtschaftliche Vernetzung sehr wichtig und geht es denen dann allen da nur ums Geld oder auch um andere Sachen? Der Wirtschaft geht es, glaube ich, vor allem ums Geld. Das ist das Prinzip von einem Unternehmen. Ein Unternehmen möchte gerne so viel Geld
kriegen wie möglich. Aber gerade auch, wenn ich jetzt nochmal auf diese Kooperation mit USA darauf zurückkomme, dann geht es auch darum, dass wir halt auch amerikanische Produkte kaufen können. Das ist für den Bürger, für uns auch nicht schlecht, wenn wir einfach irgendwie, keine Ahnung, mir fällt es ja nicht so ein richtig gutes Beispiel ein, aber wenn wir irgendwas wollen, was es nur in Amerika gibt, dann ist es dann dadurch für uns einfacher, wenn die Wirtschaft miteinander kooperiert. Und denken Sie auch, dass deutsche Außenpolitik auch wichtig ist, um auch politische Kontakte aufrechtzuerhalten? Ja, auf jeden Fall. Man muss immer schauen, dass man sich mit den Chefs und der Regierung und anderen Leuten in anderen Ländern gut versteht. Vielleicht muss man ja irgendwie mal zusammenarbeiten und dann hilft es dann doch, wenn man sich nicht nur streitet. Auf jeden Fall. Das machen auch die Botschaften. Das ist ein ganz wesentlicher Teil von den Botschaftern, dass die in anderen Ländern Deutschland repräsentieren. Sie stehen für Deutschland, sie stehen für die deutsche Außenpolitik und das, was wir erreichen wollen und sind da immer in Kontakt und Gesprächen mit der Regierung vor Ort. Was machen denn generell Außenminister, wenn sie sich nun treffen? Was machen die denn da? Worüber sprechen die? Worüber die sprechen, das ist immer das, was gerade auf der Welt passiert und anfällt. Immer wenn irgendwas passiert, müssen sich die Außenminister überlegen, was machen wir damit? Also beispielsweise die Flüchtlingskrise. Da haben sich die Außenminister der Europäischen Union zusammengesetzt und überlegt, was können wir denn machen, dass nicht so viele Flüchtlinge nach Europa kommen und was können wir machen, dass es denen nicht so schlecht geht, da wo sie herkommen, und damit sie nicht die Not haben, um fliehen zu müssen. Das ist zum Beispiel das, was sich Außenminister dann überlegen. In Zusammenarbeit mit jetzt zum Beispiel dem Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit. Weil ja viele Flüchtlinge fliehen, weil es ihnen in ihrem Land so schlecht geht. Und dann geht es darum, dass da eben Entwicklungshilfe stattfindet. Und wie lange dauert so eine Versammlung so ungefähr? Lange. Oft gehen die von mehrere Tage und dann oft von morgens früh bis nachts um 12, 1, 2, mehrere Tage hintereinander. Nur so 2-3 Tage. Da kann man verstehen, dass man im hohen Alter nicht mehr Außenminister sein will, weil es ja doch ganz schön anstrengend ist. Das ist ein sehr, sehr anstrengender Job. Es gibt wenige so anstrengende Jobs wie Politiker zu sein und dann irgendwie noch Außenminister, weil du immer hin und her fliegen musst und reisen musst. Und es ist ganz schön anstrengend. Auf jeden Fall. Ja, also wir haben heute sehr viel gelernt über die Außenpolitik, und zwar was Frank-Walter Steinmeier so macht. Und zwar, er trifft sich mit vielen wichtigen Leuten in der ganzen Welt und verhandelt mit denen und beschließt mit denen Sachen. Und es ist ein sehr anstrengender Job. Und wir hoffen, dass wir euch das gut erklären konnten, dass ihr es auch verstanden habt. Vielen Dank fürs Einschalten und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Dankeschön, dass Sie hier waren. Und sehr gerne. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Hey, no, no, no.